Nee, wir hatten die oben rechts. Oben rechts war das. So, spielen wir noch ein bisschen Evil West. War ja ein ganz interessantes Gameplay. Doc, we need help. Lewis, Protocol Epsilon. Dann gucken wir einfach mal, wie weit wir kommen, ne? Sit down and roll up your sleeve. Wie gesagt, es ist irgendwie ist es billig gemacht, aber irgendwie hat es auch was. So vom Gameplay her. Der hat sogar einen Fleischklopfer in seinem Handschuh. He's the cell's engineer. Virgil. Virgil only. It's an honor to finally meet you in the flesh. Sir, your gauntlet is a thing of beauty. Only a genius could... I need that fixed. Yesterday. I'll need a bigger lab if I'm gonna solve the mysteries of time travel, sir. I mean... How are we doing? Arrow needs a scapegoat. He won't leave without someone to blame for that fiasco. Pissed off little Highborn looking for her maker's head? No one could have predicted that. Dominik, einen wunderschönen guten Abend. Lang nicht mehr gesehen. Wie geht's dir? Was macht die Schule? Wie läuft es? I'm gonna check if Amelia needs some backup with Harrow. Who do I have to bend over this bar and indiscreetly fuck to get some coffee around here? What a day. See you in the briefing room. What a day for a daydream. So, jetzt gehen wir ein paar Vampire töten. Urlaub. Ja, selbst auch ganz gut. Ist halt die Hölle los auf der Arbeit, ne? Kurze Woche oder Wochen durch Ostern. Alter, was da abgeht. Aber ja, wir kriegen das irgendwie gebacken. Wir kriegen das schon hin. Oh, da liegt was. Aber ist schon nicht ohne. Nicht ohne. Wie lange machst du noch Schule? Wann ist es rum? Need to check on my gauntlet first. There must be a workshop somewhere around. Mr. Rentier, Mr. Harrow wants to see you as soon as you're done in the workshop. Jesus, what a fucking dump. Jetzt gucken wir, was looten können. Did you see the size of that cockroach? Should have taken this meeting in the airship. Was nix. Na komm, gehen wir erstmal in den Workshop. Mr. Harrow is waiting for you in the briefing room, sir. Yeah, yeah, heard that already. Laber mich nicht voll. So. Verbesserungen und Vorteile zurückgesetzt. Möchtest du alle Waffenverbesserungen und Vorteile zurücksetzen? Eigentlich nicht. Aber ich drück mal ja. Okay, dann können wir jetzt neu definieren. So. Stahlfäuste, jawohl. Abgefahrenes Spiel hier, Dominik. Ist so im Stil... Bloodborne, Devil May Cry, ne, so Hack and Slay einfach. Da geht was. Da geht was. Oh, schon mündliche Prüfung. Huhuhu. Was sagt dir dein Gefühl? Kriegst du es hin? Machen wir hier. Glückstreffer. Ein Treffer auf eine Schwachstelle stellt die treffende Patrone wieder her. Ja, das. Easy. Siehste. Hast ja von den Besten gelernt. Allzeit bereit. Verbessert den Nachlademechanismus der Donnerbüchse und verkürzt die Abklingzeit um 20%. Kaufen.
Unbedingt. Hat es auch ist aktiviert? Ja, ne? Ja. Oh, schriftlich ist er schon bald. 4 Wochen. Uiuiui. Heißt viel lernen. Muss ich die jetzt beide kaufen? Also auswählen. Ja, tatsächlich, okay. Ach so, ja klar, ich habe meine Kohle wieder gekriegt. So, die kann ich mir gar nicht leisten für 3000 Piepen. Habe ja nur noch 1500. Das kann ich mir auch nicht leisten. Das kann ich mir auch nicht leisten. Ich brauche Geld. So, Charakter. Okay. Sprich im Besprechungsraum mit James Harrow. Der Harrow. Who does he think he is? The heir to the fucking crown? According to the protocols, if the director is unable durch die Interaktion verlässt den aktuellen Ort und wechselt zu einem neuen. DC agreed to that? Muss ich das? When I got your goddamn gilded invitation. I expected champagne and canapes. So, los mit dem Gemetzel. Ich will es Dominik zeigen. And slapped you all around like a gaggle of whimpering sissies. Da geht's echt ab, ey, das ist krass. Die Köpfe platzen und die Arme wegfliegen. Ja, das ist schon cool. So again, could someone please tell me how the fuck did this happen? Security services were redirected to protect our most valuable asset. And how the fuck wasn't that me? That was my father's call, and it was Agent Gravener's quick thinking that saved your life, sir. For all the fucking good it'll do once I tell the Capitol that its primary defense against all kinds of monsters just collapsed. Is im Krankenhaus. Der hatte mehrere stille Herzinfarkte. Ist schon seit 3 Wochen weg oder so. Übel. So, wieder zurück. Und, hast du den gekannt, der auf meinem Platz gesessen hat? Bevor ich da hochgekommen bin. Ich will jetzt nicht unbedingt Namen nennen. Geht hier. Cash. Cash in the Tash. Agent here, guys. Let's fuck him up. Auch Geld, wenn man da wegballert da oben. Oder in Licht was? Muss ich... Ah, den Kopf muss ich abschießen. Hä? Ansonsten... Ja, dann halt nicht. Mal da mal gucken. Ah ja. Time for gold.
ärgert mich. Da gibt's doch Geld, wenn man die abschießt. Okay, vielleicht nicht immer. So, da liegt auch Kohle. Nehmen wir natürlich mit. Dingens. Das ist PC jetzt gerade. Hast du mitgekriegt, ne, dass ich mir einen Gaming-PC geholt habe? Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, dass da irgendwas mit dem Grafikcodec schief läuft, dass der da abstürzt ab und zu. Ab und zu bleibt dann einfach der Stream hängen, ne? OBS stürzt dann ab. Meistens eigentlich nur, wenn ich ein Spiel wechsle oder so. Aber hin und wieder auch mal während dem Stream. Oh. Werwölfe. Ja, genau. Hast live miterlebt. Alter, wie geht denn ihr ab? Oh, wie geht das noch mit dem Strom? Und das geht so, genau. Alter. Okay, ich muss probieren. Wow, 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 wow. Oh, dann lass mich doch mal probieren eben. Wie war das? Ah ja. Nein. Eieiei. Okay, muss ich noch mal gucken wegen der Steuerung gleich. Also Strom war das. Genau, und dann so zum Ziehen. Was war Y? Weiß ich nicht. Das war Ding. Okay. Gehen wir mal auf Hundejagd. Habe ich das gerade erst vor ein paar Tagen gespielt und kann mich nicht mehr an die Steuerung erinnern. Oh. Ah, genau, so war das. Dreh dich doch, dreh dich doch. Hey, 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 hey. Du hast. Tag Nummer 1. Ah, jetzt drücken wir den falschen Knopf. Oh. Mal die Lage checken hier. Irgendwelchen guten Loot. Nicht mal schlechten Loot. Okay, da geht's runter. Geht's dann auch weiter? Ah ja, da hinten geht's weiter. Okay. Gucken wir uns erstmal die restliche Gegend an. Die wohl leuchten dann, okay. So, was gibt's da hinten im Eck? Nix.
gar nichts. Okay, dann gehen wir da runter. Wo war das hier? So. Da war nichts. Nee. Oh, hier. Einzigartige Truhen. Einzigartige Truhen sind in der Regel abseits des Hauptpfades versteckt und enthalten entweder Waffenverbesserungen, Vorteile oder Vorteilspunkte. Gute Jagd. 88 Geld. Und was? Was gab's da? Oh, ich kann 3 Punkte investieren. Ist mir gar nicht aufgefallen. Befehlskette. Zeitlich perfekt abgestimmte Angriffe der RB-Nahkampfkombo verursachen Bonusschaden. Klingt immer gut. Ikarus. Tötest du einen Gegner in der Luft, lässt dieser ausnahmslos ein Energiebündel fallen. Jo. Schockwellenschlag. Gedrückt halten, um nach vorn... Das habe ich doch schon... Ah, das muss ich nur aktivieren. Ah, nee. Ah, dann hatte ich das vorhin nur freigeschaltet. Okay. Antritt und Kanonenkugelschlag verursachen zusätzlichen Flächenschaden bei allen Gegnern im Umkreis. Das klingt eigentlich auch nicht schlecht. Tiefpumpe. Die Abklingzeit des Heilungsspenders verringert sich, wenn du Schaden mit dem Kampfhandschuh verursachst. Jo. Was war das? Ah, das war das. Okay. Nehmen wir mal hier. So. Beautiful. Achso, ja. Das ist der Stromhandschuh. Ja gut, brauchen wir jetzt gar nicht so oft, musste ich feststellen. Ah. Hoch da. Evil West. Macht seinem Namen aller Ehre. I can make it. Klar. Klar, can you make it? That was painful. Ja, da geht's weiter. Dann gehen wir hier mal gucken. Dead der was hat. Fucking great. Gotta find another way. Hope I'll find some trace of Bloom. Ja, haben wir doch schon gesehen, den Weg. Get the rocks ready. Get in place, assholes. Wait for my signal. Ready. Wollt ihr Steine auf mich werfen? Oh. Come on. Who the hell are you? Schnell, schnell, schnell. Oh. Okay, die schießen. Schmeißen wirklich. Alter, von wo? Hell.
Jo, gehen wir erstmal da hoch. Aha. Hm. 113 Geld. Cool. Kann ich schon wieder was kaufen? Was war das? Vorteile, ne? 2000, ne. Achso, ne. Verbesserung war das, ne? Toffee! Hey, vielen Dank für dein, wie heißt das? Abo. Danke dir, mein Junge. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wo war das denn mit Geld ausgeben? Das kann, ja, halt, kann ich nur hier, ne? 3 Monate, überleg dir das mal. 3 Monate Affiliate. Das ist mir gar nicht so bewusst. Kinder, wie die Zeit vergeht. So. Gehen wir hier mal weiter. Oh, that's tight. Mal aufmachen hier. Mir geht es aber ganz gut. Bin also noch zurück und wir haben heute unsere Raupe einen Motorschaden verloren. Oh nein. Hannover? Also ist Polen schon fertig? Polen schon Geschichte? Also Polen hat eine Geschichte, aber brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Was du unterwegs bist, ne? Wahnsinn. So, gehen wir hier mal weiter. Abholen war gestern fertig. Okay, verstehe. Motorschaden an der Raupe, das ist schon Aua. Hä? Was soll ich da denn? Komm, wir gehen erstmal da runter. Trotzdem alles geschafft, siehst du mal. Wer braucht schon Maschinen, wenn man selber eine Maschine ist? Oh, hier. Boah, mir tut so mein Auge weh, ne? Ich weiß nicht, was da los ist. Echt übel. Ich zeig dir das mal. Also es tut weh. Es brennt. Es ist einfach nicht gut. Siehst du das? Oh. Als hätte ich eine draufgekriegt. Es muss irgendwie im Schlaf, muss da was gewesen sein. Was ich aber auch nicht so ganz nachvollziehen kann. Ich habe so eine Schlafmaske auf, ne, dass das dunkel ist. Wie soll da was passiert sein? Unbelievable, sag ich mal. So, guck an, jetzt kann ich hier schön rüber jumpen. Hüpf. Okay. Da, Geld haben wir auch. Immer noch eine blaue Lagune hier. Können wir nackig baden gehen. Oh, ich befürchte, dass viele von euch den Film gar nicht kennen. Zu jung. Aber gerne nachholen. Toller Film. Oh, warte mal. Vielleicht doch eher hier erstmal gucken. Muss uns dann den Radlader suchen und die Raupe bergen. Beim Verladen hat der im Radlader noch unser Rücklicht am Craft hat er montiert. Nein. Also ein ziemlicher Glückstag, würde ich mal behaupten, ne?
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber ja, das passiert. Das Kontor. What the hell was that? Indeed. Schon wieder neue Monster. Monster in my pocket. Wow. Das fällt mir eben erst auf. Kennt ihr das? Monster in my pocket? Das war Mitte der 90er, Anfang der 90er. Waren das so kleine Monster, die man in die Hosentasche stecken konnte. Aber die Zweideutigkeit von Monster in my pocket ist ja viel geiler. Das fällt mir eben erst auf. Komm, ich zeig dir meinen Monster in the pocket. I'll take that. Take that. Irgendwie fühle ich mich hier unwohl. Da passiert doch gleich irgendwas. Komm, mach kaputt. Da, 135 Penunzen. Ist da noch was versteckt? Nein. Okay. Cowboys. Verwandeln sich wieder in Werwölfe, die Doofs. Oh, die sind so assi. Hier denn ab? Christ, that was tough. Starting to Alter. Hope I'll find Bloom in one piece. Zero to hero. Okay, jetzt mal gucken, ob wir noch Loot finden hier. Aber es sieht nicht so aus, ne? Hoppala. Da haben wir was. Research continue. Ja, ja. Laber mich nicht voll. FBI, open up! Zeus, einen wunderschönen guten Abend. Oh. Oh, das klingt jetzt gar nicht mal so gut, ne? Weg hier. Soll ich aufmachen? Feels good. Feels good to be bad. Way to hold those doors. Oh, oh, ja, ja. Verstehe. Tudum. Ja, soweit. Und selbst? Alles im Lot? Oh, shit. Große Gegner unter Strom setzen.
Fülle mit Nahkampfangriffen auf große Gegner die Stapelanzeige neben ihrer Gesundheitsleiste. Gegner mit vollem Stapel sind anfällig für Stromschläge mit dem Schocker. Na toll. Noch mehr von denen. Alter. Oh, was vom Arzt. Und? Haben sie geröntgt und gemacht und getan? Bin ich mal gespannt. Wow. Alter. Ich geh schon. Stromschlagklopfen, genau, das geht ja auch noch. Nach 3 Minuten. Hat er sofort erkannt, dass was kaputt ist. Und was kaputt ist. Alles gut, ja? Nur geprellt. Da hast du noch mal Glück gehabt, ey. Bam! Zerstört den hässlichen Batman. Da. Ach. Guck an. Dann hast du aber echt Glück gehabt, ey. Was ist denn hier? Kurzschluss. Beim Töten eines unter Strom stehenden Gegners erhält man ein Energiebündel. Funktioniert nicht im Überladungsmodus. Jo, das sehe ich jetzt gar nicht so eng. Halt, was ist das? Ach, eigentlich will ich lieber hier. Was haben wir denn da? Ja, und hier? Bombengeschäft. Alle explodierenden TNT-Kisten verursachen Schaden in einem 50% größeren Radius. Das ist sehr wichtig. Für mich. For me. So. Wo war das denn, wo ich Sachen kaufen kann? Hier. Okay. Gewährt 5 Sekunden lang Unverwundbarkeit nach Heilung. Jo. Stahlfäuste. Die Verwendung von Schocker heranziehen oder Schockersprung überlädt den Kampfhandschuh und erhöht den Schaden des nächsten Schlags. Drastisch. Ja, den benutze ich auch gern. Okay. So, dann liegt da hinten noch ein bisschen Kohle. ...51, echt nicht viel. Okay. What else? Das sieht mir verdächtig aus. Komme ich aber nicht hin. Okay. Dann weiter. Ja. Oh. Was ist das denn? Ein verdammter Vampir-Maulwurf oder was?
Na, dann gehen wir mal gucken, was hier abgeht. Ja, ist zugeschlagen im Fortnite-Shop. Was ordentliches gekriegt. Oh, neuer Skin. Oh, nimm mal den. Sehr gut. Ja, diesen Sonntag wird nichts stattfinden, ne? Ostern. Jo, ich bin halt nicht so der Ostermensch, aber mein Sohn. Ich habe meinen Sohn von Freitag bis Montag. Dementsprechend, nix. Gar nicht. Ja, genau, zeig's beim nächsten Mal. Ich denke mal, dass wir Montag Nachmittag könnten wir eine Runde zocken oder fünf. Aber früher halt nicht, ne, das geht nicht. Quasi, mein Sohn macht einen kleinen Urlaub bei mir. Und da werden wir natürlich sehr viele lustige Dinge anstellen. Ja, looks like I'm getting closer to its nest. Das riecht nach Ärger hier. Ach, what a stench. Sag ich doch. Es riecht nach Ärger. Da. Der Maulwurf. Mm. Got your ugly ass. Hey, hey, hey. Nicht schlagen. Oh, der ist immun gegen Strom. Was soll das denn? Was ist denn hier los? Ja, frage mich auch gerade. Wow, wow, wow. Bist du ein hässliches Vieh? Du auch. Scheiß aufs Fliege. Oh. Alter, Vater. Wow. Oh, mal da. Auf die 12. Oh, nee. Das Spiel abgekackt. Was ist hier denn los? Junge, Junge, Junge. So ein Schock auf die Nacht. Ja, aber da hast du auch mal richtig Kohle ausgegeben, ne? Alter Schwede. Bin ich mal gespannt, was du da ergattert hast. Got it. Nochmal den Kampf. Abfahrt. So. Weil es so schön war, kämpfen wir noch mal gegen den komischen Maulwurf. Warum schmiert er einfach ab? Das macht man doch nicht. Ach, what a stench. So. Du hässlicher Vogel. Aha.
Komm doch, komm doch. Oh. Blatt. Oh, angeschlichen der Sack. Oh, Werwölfe auch noch. Ja, das wird jetzt aber hoffentlich nicht so ein Spiel, wo ich irgendwann keinen Bock mehr habe, weil es zu schwer wird. Jo, da geht was. So, noch Loot irgendwo? Loot, Weg. Nein. Kann also mehr kommen. Mit dem Eck vielleicht. Ne, dann gehen wir einfach mal weiter. Ach. Ist das der, wo ich gesucht habe? Can anybody hear me? Bloom? Is that you down there? Yes, it's me, but who are... Ah, hat sich versteckt, der Feigling. You're just Renier, sir. Splendiferous. Care to explain what happened here, Bloom? Well, I was sent here to investigate reports of a novel breed of sanguisuge. When I arrived, I encountered a group of familiars, apparently sent here by their masters. That was a familiar? How come a human turned Master. Into that thing so quickly? Master. Excellent question, sir. My thesis is that their transformation is linked to the blood from these creatures somehow. The how is what I'm stuck on. Jetzt aber die Verbindung besser. We better take one of those things back. Twitch sagt, hervorragend. Vorher war sie instabil. What those familiars were doing here. Well, from what I could gather, they were sent on a transport detail. Securing a convoy of carts filled with some curious, wriggly little creatures they brought from McCallum's sawmill. We need to check that place out. Check it in, check it out. What is all about? Calico Town, eine Einheit. Hey. Oh ja. Schlägerei im Saloon. Kein Loot? Kann er nicht angehen. Mr. Rentier, can I have a word with you, sir? If they want to get rid of Amelia, I say we go on strike. Dr. Blackwell has always Beweg deine Lippen, wenn du mit mir redest. Such a hurry. Bar run out of whiskey? Jess, when we dragged your dad in here, there was an awful lot of blood on him. He'll be fine. Bastard's too damn stubborn to die. I've seen my share of battle wounds. The ones William got, no way even half of that came out of him alone. Somewhere between the falling airships and hopping boohags, I don't know. Could be that collateral damage wasn't the tick's only objective. Could be they. Ja, Zeus, wie geht's deiner Hand? Bist du spielfähig bis Montag, meinst du? The Institute is infiltrated
and I let both you and William walk away? Jess, when a tick turns a familiar, they form a sort of bond. The sire can see into the servant's mind. Now, they make that link with, say, the man who developed that weapon you're carrying. Bist wieder spielfähig. Perfekt. Our orders are clear when folks get infected. Infected means dead. Those are his own words. Breathe. Ja, wie gesagt, I got an idea. Der Kleine remember that crowd haut am Montagmorgen ab. Oder Montagvormittag. Und dann können wir eigentlich nachmittags schon anfangen. Dann haben wir viel, viel Zeit, um Zeug zu machen. The Banno and his lunatic spawn had taken the fight to us. And I sure as hell don't want to go to war without our general. Do you? All right. The plant might be back in the manor's ruins. I'll go check if there's anything left of the lab. And you, ja, der Spielleiter hat, you need to take care of the gauntlet. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 16 Missionen. I'm not sitting on my ass while my father grows a new set of teeth. I know one die Hälfte haben wir schon oder so. But if I fail, you and that gauntlet will be the only thing between us. Ich meine, es waren 6 Missionen im ersten Stream. Also am Montag. Just in case I don't make it back in time. Mal gucken, wie viel wir heute schaffen. Und morgen. Und dann bin ich halt erstmal weg. Bis Montag. So. Gehen wir oben mal nach Loot gucken. Irgendwelche anderen Dinge, die da rumliegen. Da haben wir doch eine Tasche mit Geschichten. March 1866. Ja. Interessiert mich nicht. Ich sammle es nur ein für die Statistik. Oh, Daddy. Ganz schöner Schauspieler, ne? Alter, ich schreibe dir ja eine Entschuldigung für den Sportunterricht. Gott, oh Gott. Man kann es auch übertreiben, ne? Sterbende Schwan. Na du, öfter hier. Warum glänzt du so? Frisch eingecremt. Warum hast du so einen kleinen Hut? Rumliegen tut hier nichts. Dann gehen wir darunter. Die bewegen alle ihre Lippen nicht. Außer die Hauptcharaktere. Okay. Geheimtür. Das ist ja wie bei Fable 2 war es, glaube ich. Da war im Untergrund war so die versteckten Spione quasi. Da muss man auch durch so ein Fass durchgehen in der Kneipe. Hehe. Battlefield 2042. Ich habe es noch nie gezockt. Alle anderen Teile davor habe ich gezockt. Mit Leidenschaft. Das 2042 nie. Weil das war ja so übel. Was da so in der Presse rumging. Und kein Singleplayer. Ich bin halt der Singleplayer-Mann. Und deswegen nie gespielt. Modus mit KI. Ja, aber ich habe das immer gemocht, wie die die Story aufgebaut haben mit den Zwischensequenzen und einfach die Mission, was zu erledigen war. Das war richtig geil, das war richtig filmreif. Ja, also es geht nicht darum, dass jetzt die Gegner besser sind wie ich, was sie auf jeden Fall sind. Da geht es dann eher darum, das Spielerlebnis einfach. Genauso wie Call of Duty früher. Was waren das für geile Stories? Richtig cool. Die würde ich heute noch mal zocken. Aber irgendwie ging ja alles so in Richtung Multiplayer.
Und da bin ich halt nicht so der Freund davon gewesen, zumindest mal. Also Back for Blood und Fortnite haben mich da schon ein bisschen geheilt, muss ich gestehen. Also, ich würde vielleicht mal in diverse Runden mit einsteigen. Bei diversen Spielen. Da hoch. Ich will aber erstmal da unten gucken. Muss doch noch was zu looten geben. Da, hier. Oh, ein elektrischer Stuhl. Cool. Mit Fliesenboden, ganz wichtig. Dass man es sauber machen kann. With the Rentiers and that Harrow guy here, is Dr. Blackwell still calling the shots? I'm sure the government visited the manor often, but Mr. Harrow's not an agent, and I don't think he knows what he's doing. Ach, da ist jemand. Ich dachte gerade, wer labert denn da? Okay. Da haben sie so einen Vampir auseinandergenommen. Kann man ja machen, ne? So. Jo, wenn hier nichts ist, dann weiter. Da ist auch nichts. We've been fighting each other for centuries. Like every other creature, they change over time to get an upper hand against us. Wie? Nichts mehr zum Einsammeln. Okay, dann schnacken. Until recently, the Sanguisuge reproduced by turning their familiars. A slow, but effective process. Now there's this new breed. Popping up like rabbits. They're fierce and resourceful, but still not anything we can class as an evolutionary step up the ladder. If anything, they're a step backwards, mindless and bloodthirsty. They're cannon fodder. This is De Bono's idea of an army. Humans turned to minions, or whatever foul blood beasts they'll end up being. Foul blood? Precisely, sir. Splendiferously observed. I guess to know for sure we have to investigate McCallum's sawmill? McCallum's won't be an easy nut to crack. Without a working gauntlet, we can't penetrate its glamours. Guess it's high time to check up on our resident genius. God, why do I have to be such a pig? Paper, paper everywhere. I can't find shit in here. Oh, hi! Holy moly, where are my notes? Holy moly. As we all know, Faraday's mutual induction phenomenon. Virgil, take it easy with the jargon, please. You're talking to a field agent. Diamagnetism, polyphase system. Sure you don't want to hear my radiography joke about... never mind. Here it is. Long story short, I reverse-engineered the disruptor mechanism and identified the problem. Its energy consumption is off the charts! Best engineer. Alles klar, Zeus. Mach's gut. Before you jump down his throat, perhaps we can give Virgil a chance to explain himself. Miniaturization has its limits. If you have a working disruptor like this, you have to accept the fact that it won't be, well, portable. Like Amelia so kindly pointed out, I'm a field agent, as in I go out in the field. If the gauntlet's not portable, it's useless. I don't mean to put your ass over the fire, but... Apparently you do. But if we don't get it running, we're all done for. Can you make it work? Well... Maybe if I could somehow get my hands on some spare coils from the original disruptor. Done. Where can I find them? Got reports about a visual anomaly in a mining town called Baxter. It turned out to be a glamour. Director Rentier sent me there to deliver a crate of heavy electrical coils. They were designed to help our engineers disrupt the illusion. Unfortunately, before the team could collect any relevant data, the cell was destroyed by the ticks. Whatever they were hiding must have been important. They left no one alive. How will I know these coils, Verge? Just look for a miniaturized electrical resonant transformer. Okay, that's not gonna work. Pack your shit, kid. We're out in five. Oh, komm damit. Tatsächlich. I'll go down first to clear the way. Try not to get killed or Blackwell skin me alive. Roger that.
Mr. Jesse. Mach die zurückgelassene RI-Einheit ausfindig. Okay. Machen wir. Ach so, kann ich eigentlich schon wieder einkaufen? Nö. Nicht ganz. Das habe ich schon. Halt, hatte ich Vorteilspunkte? Nee. Jo. Dann noch nicht. Ja. Oh, da hängt wieder einer. On the money. Money, money, money. Der kommt gar nicht mit, der Feigling. Ist aber ein großes Schlachtfeld hier. Oh oh. Scheinen, als wären die nicht so verwundbar. Okay. Dann los. Nicht verwandeln. Nee. Komm. Spuren im Schnee sind da. Cool. Oh, so viel Auswahl. Gehen wir mal da rein. Da leuchtet was. 333. Ich glaube, ich kann mir was leisten. Das Glückstreffer. Ein Treffer auf eine Schwachstelle stellt die treffende Patrone wieder her. Ah, das war die Geschichte. Das haben wir schon. Dafür haben wir noch zu wenig. Ah, das ist die Geschichte mit der Unverwundbarkeit. Ja, dann nehmen wir mal das. Okay. So, dann können wir hier noch rein und da runter. Ah, da drin gibt es Strom. Was wir nicht brauchen. Ah, ich benutze das so gut wie gar nicht, ne, den Strom. Da haben wir noch Geld. Ein Huni. Das war's, okay. Dann gehen wir mal weiter. Wie ist denn der jetzt da hingekommen? So, oder? Spuren im Schnee. Moonwalk. Any luck with the coils? No. They must have transported them somewhere down those rails. But look what our agents left behind. Hört jetzt auch doppelt. I'm gonna take it for a test drive. Thanks. Die ist ja konisch. Lähmungsstab. Dieses elektrische Gerät verschießt elektrische Entladungen, die Gegner für kurze Zeit lähmen und unter Strom setzen, für Menschen aber vollkommen harmlos sind.
Muss nach Gebrauch aufgeladen werden. Zum Benutzen Y drücken. Keine Sonnenbrille nötig. Yeah. Show me. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Oh, schnell. Okay, okay. Ist doch ganz gut gelaufen. Ja, ja. Laber nicht. Oh, und weg. Ich dachte gerade, da wäre was runtergefallen. Aber dem war nicht so. Okay. A medallion. Ja, ja. Down those rails. And how would I do that? There's gotta be another way down. Ja, ja. Finden wir schon. Nur mal eben nach Loot gucken. Aber sieht nicht so aus. Und da komme ich so hoch. Gibt's da was? Jo. Money. Money. Super Energy. Almost there. Gotta get to that other switch. Ja, ja. Gehen wir nochmal hier gucken. Dann schieben wir mal die Waggons zurecht. So, wir müssen den hier aus dem Weg ziehen. Und dann den da runter. Bitte.
14. Oh. Now we're good to go. Kein gutes Zeichen irgendwie. Na doch. Bisher. Nice. Nice. Beautiful. So, dann wieder zurück mit dem Ding. Heavy, ist doch kein Problem für dich. So. Von der Seite auch noch was? Nee. Störung. Mr. Jesse, I think I found a shortcut. That's a rusty shortcut, Virg. Ja, ich merk's. Wie kommst du immer dahin? Der verkackeiert mich doch. Of course it's not working. Luckily, you have a faithful sidekick who can kickstart that thing. Oh, ist leer. Nee. Erledigt. Kurz Loot abchecken. Hier ist nix. Aber hier. Das sehe ich doch mit meinem kaputten Auge. I'll take that. Wie sieht's denn aus, kohletechnisch? Oh, gar nicht gut. Okay, Störung. One down. Now for the other two, and we can open the gate and get down there. Can't anything be simple here? Da oben. Okay, und das andere? Da oben. Also da oben. Damn, bro. Ah, hier geht's hoch. Nee. Da look at this. Aha.
Geht ganz schön hoch hier. Ich fürchte, dass ich das auch alles wieder runter muss. So, gehen wir erstmal da hoch. Geld. Cash in the Tash. Oh, guck mal, was eine schöne Aurora Borealis. Nordlichter. Wir sind doch aber im Westen. Im Evil West. Oh, ein Fahrstuhl. Cool. Jetzt gucken. Okay, da rein. Das Coole an dem Spiel ist, dass es einfach extrem linear ist. Also, ich sag mal, wie in den 90ern. Einfach. Weitermachen. Nicht rumsuchen und so. Eigentlich ziemlich cool. Lange nicht mehr gehabt, sowas. So, kann ich hier runter? Damit? Ja, cool. Hui. So, weiter geht's. Digga. Sir? Are you sure about this? You said down those rails Klar. is the best way to go. Maybe the fastest. Bei Indiana Jones hat's ja auch geklappt. Oh, wann kommt denn das Indiana Jones Spiel? You're no fun, Verge. Kommt es nicht im April? Da habe ich ja mächtig Bock drauf. Damit bin ich aufgewachsen mit Indiana Jones. Und endlich ein vernünftiges Spiel. Oh, oh. Hoffentlich muss man sich nicht auch noch merken, wo man hin muss, aber sieht nicht so aus. Schon eine coole Action, kann man nichts sagen. Well, maybe that wasn't such a good idea after all. So, wo ist unser Kollege? At least I got closer. Rein in die Olga. Mr. Jesse, hey, are you all right? So there is another Willst du mich verarschen, Digga? But I'm sure yours was more exciting. You gotta see this. Was erwartet mich denn hier schon wieder? Werden es alles Werwölfe? Sieht ja mal fast so aus. Oh, tut mir mein Auge weh, das wird immer schlimmer. Wie äußert sich denn eine Bindehautentzündung? Ich hatte sowas noch nie. Wait, have I just made myself useless? No, you're still good for comic relief. I am? Oh, neue Knarre. Blaster. Eine Elektrizitätsverbesserung ist jetzt für den Revolver verfügbar. Okay. Die elektrisch modifizierte Version des Rentier-Revolvers
die mehr Schaden verursacht und deren Kugeln vom Gegner abprallen und zum nächsten springen können. Für 5000. Jo. Demnächst in diesem Programm. Ready to roll, sir? Yes. Yes, indeed. Jo. Oh, fuck, der ist schon wieder. Nee, das geht da gar nicht, ne? Nur mit Schrotflinte und Boxen. Must have moved deeper down into the cave, sir. Along with the coils. Let's get him. Let's get him. Sehe ich genauso. Gold. Aber nicht genug. Kiste. Hallo? 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 Oh. Ist auch noch wegballern. Geht das? Nö. Okay. Eben hier gucken. Road clear. Ah, da geht es immer noch weiter. Okay, warte mal. Gehen wir nochmal ein Stück zurück. Also erstmal will ich... Warum zu Geier kann ich hier nicht? Ich will aber. Stromkabel. Na ja, okay. Dann lass mal kurz hier gucken. Oh. Oh.
Not with me. Aua. Alter. Was kommt denn da? Oh, so ein großer. Aua. Oh, oh, oh. Komm. Schlag. Warum geht das nicht kaputt? Hochspringen kann ich ja gar nicht. Komm. Hallo. Ah, ist ein Tod. Oh, Vorteilspunkt und 2000 Piepen. Da gehen wir mal kurz gucken. Freigeschaltet. Todesstoß. Auch 5000. Zeig mal kurz. Das leveln wir alles noch auf später. Was gibt es hier? 5000, das kostet alles so viel. Auch. Okay, Vorteilspunkte. Wo bin ich? Da bin ich. Was ist das denn hier? Ah, gibt's doch nicht. Bombengeschäft. Ja, ja. Die Abklingzeit. Das Heilungsspender verringert sich, ja. Ah, der Heilungsspender. Ja, ich glaube, das können wir mittlerweile gebrauchen. Okay, so. Loot gab es aber keine, ne? Oh, guck mal. Ah, ne. Ich dachte schon, da wäre eine Treppe. Aber die war nicht so. Kiste. Ich hab's geahnt. Da ging es jetzt nur um die Kiste. At least I found something worth the trip. Ja, ne? So in der Art habe ich das auch gerade ausgedrückt. So, dann. Dur und können immer noch nicht. Warum nicht? Ich will dahin, dass die Kiste. Wenn es nicht geht, dann geht's nicht, ne? Vielleicht, wenn wir hier den Wagen wegschieben. Oh, hier. Glamour, we found there. Yep. Vielleicht können wir dann von hinten an die Kiste dran. Nee.
Sieht nicht so aus. Leuchtturm. Und Eis. Okay. Auf jetzt. Wie kommt er da immer hin? Was ist das? Das ist so wieder so eine fucking Fledermaus, oder? Ja. Kann ich auch boxen. Und hier, Pause für dich. Boah. Ah, zerrissen. You're right there, Verge. I am, as long as that big ugly bat thing is dead for good. Ja, ja. Is it? Got it. Mal, wenn hier Strom ist, dann kann ich da doch. Du hast genug Geld, um Verbesserungen zu kaufen. Das ist ein netter Hinweis. Gewährt 5 Sekunden lang Unverwundbarkeit nach Heilung. Immer noch das. Ja, machen wir.
machen wir. So. Okay. Dann können wir ja weitermachen. Ist ja auch schon 10, ne? I think I found the entrance, Mr. Jesse. Well done, Verge. So, mal gucken, dass wir die Mission noch fertig kriegen hier. Is it safe yet, Mr. Jesse? Well, as long as you can grope your way for the coils here. Well, I'm fine, sir. Dark and messy rooms are kind of my natural habitat. Thank you, Mr. Jesse. Holy moly! The hell is that thing? Something worth putting up a damn big glamour for, I guess. I've never seen such a peculiar being. Looks like one of those dinosaurs they dug up in a desert. Ja, komm. What's in there? This is incredible. According to these studies, it's some kind of pre-Columbian creature. Ich muss mir angewöhnen, mehr zu trinken. The natives called it the Piazza. Scott's gonna shit bricks when he hears about this. I mean, Agent Bloom is gonna be really interested in this find. He majored in mythological creatures, but seeing it with your own eyes? Splendiferous. That freaky kid's building an army of foul bloods. How did you get roped into all this? Look here. The last entry is from the 12th of May, 3 years ago. That's probably when the ticks came. This ugly-ass trophy must have been important to her. It's clear she didn't want uninvited guests here. Get the coils, kid. Let's find a place where you can fix the gauntlet, because we need it ready for action. Oh. Ist fertig? Jawohl, ist fertig. Sehr gut. Gehen wir zurück zum Hauptmenü. Jawollo. So, wir haben es geschafft für heute, Leute. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ist ein, wie gesagt, ein interessantes Spiel. Da wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend, süße Träume und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.